Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mafia 3. Ja, Freunde, da sind wir wieder, wupp, wupp, in unserem, ja, mehr oder weniger sexy Dress. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Aber wir wollten ja nach und nach mal Sachen ausprobieren. So, können wir mit ihr noch? Rede mit Nicky Burke, was? Lalala. Du kannst ablehnen. Ach, warte mal. Sind wir schon so weit? Haben wir denn schon alles? Ist das denn Thomas Burke, wenn er nicht gerade in seiner Werkstatt, lalala? Sind wir schon... Was das? Nein, hier haben wir noch Rede mit da. Ich weiß es nicht. Oder reden wir direkt mit ihr? Reden wir direkt mit ihr? Wir fahren mal zu dem anderen. Ich will nichts verpassen, tatsächlich. Und ja, während der Fahrt kann ich mich ja bei euch nochmal entschuldigen. Es tut mir leid, dass in den letzten 2 Tagen Folgen ausgefallen sind. Das hatte ganz einfach zeittechnische Gründe, beziehungsweise streamtechnische Gründe, denn ich habe dann halt zuvor der Entscheidung gestanden, Stream oder Aufnahme, und dann habe ich ganz ehrlich, dann habe ich gesagt, komm, mach sie eher einen Stream, oder ich habe halt auch Leute gefragt, zum Beispiel auf Twitter, da könnt ihr übrigens immer wieder die neuesten Infos einholen. Ich mache eigentlich ungern Werbung für mich, aber wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, was jetzt entweder... Geil, Alter, das war schon fett. Also wenn ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was Streams und oder Let's Plays angeht, immer auf Twitter mal nachgucken. Da haue ich in der Regel immer alles raus. Ja, naja, gut. Gucken wir mal hier rein. Zack. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Okay, okay. Bist du Bear? Nicky schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nickys Paar alles. Soll für ihn die Robert Doe Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithaien des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sonnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Sonny Blues Leute haben Angst vor ihm. Die reden nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. Okay. So, Schlägertrupps. La 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 la. Ich hab gesehen, hier hinten gibt's irgendwo eine schutzsichere Weste vor uns. So, wir gehen mal weiter. Bear ist ein cooler Name. Kann man nicht anders sagen. Bear ist ein cooler Name. Ah, ein Thriftmark. Im Thrift Shop, da gibt's die geile Klamotte. Naja, brauchen wir erstmal nicht, hoffentlich. Brauchen wir erstmal nicht. So, zack, rein ins Auto. Und jetzt geht's hier direkt dahin, oder? Was haben wir hier? Lalala, befrage die Kredithaie. Dann haben wir hier... Also, wir haben noch ein paar Aufgaben in grün. Blau haben wir wohl schon fertig. Aber ich will grün erst abschließen, bevor wir blau anfangen, weil ich nicht weiß, ob Autokampf Zielauswahl... Ach so... Coole Sache. Ah, wir haben keine Muni. Das lohnt nicht. So, also, ne, wenn wir jetzt das Blaue machen und die grünen Aufgaben dann alle komplett weg wären, wäre das ja auch sehr, sehr ärgerlich. Ich denke nicht, dass du dich mit mir anlegen willst. Okay. Ich gehe in Deckung! Hier ist der! So. Hier rüber! Scheiße! Hier ist der! Oh shit! Schnell weg, schnell weg! Halt diesen Wichser in Schach! Tja, verdammt! Ah, war das doof! Das hat so gut angefangen! Das hat so gut angefangen! Oh, und dann das. Lässig überfahren und dann wollte ich ihm noch den Rest geben und dann, ja, mein Fehler, mein Fehler. Wir machen es natürlich jetzt konzentriert straight nach vorne mit dem Blick aufs Ziel. Nicht sterben, sondern die anderen sterben lassen. So, wir haben zwar fast 3000 Dollar verloren, ist jetzt nicht geil. Wir haben das gleiche Geld noch, wir könnten uns jetzt überlegen, bringen wir es weg, aber 3000, obwohl... 3000 plus die 7 im Safe, dann wären wir bei 10.000. Wenn wir ein Update kriegen, wäre es schon geil. Wir gucken einfach, dass wir nicht sterben. Wir gucken einfach, dass wir nicht sterben. Und dann sehen wir mal weiter. So, kurz mal ein bisschen hier eingeparkt. Verschwinde von hier, verdammt. Ach so, okay. Ja, du hast recht. Ich sollte
Ich sollte gehen! So will ich nicht sterben! Festgenagelt! Verdammt, verdammt! Weg hier! Hier bleibt nicht mal genug übrig für eine Beerdigung! Die Kopfen müssen so schnell wie möglich herkommen! Ja, alle fertig! An alle Einheiten! Es liegt an... Reaktionszeit der Polizei unterteilt sich je nach Stadtteil im ärmeren, von farbigen bewohnten oder weniger besiedelten Gebieten. In weniger dicht besiedelten kommen sie später, in reichen Weißbezirken schneller. Ach, wie krass. Marcano hat lalala, wenn die Polizei gerufen wird, während du die Feinde bekämpfst, werden die Kopf sich auf die Seite der Meldung über einen männlichen Schwarzen, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Ich bin getroffen. Schafft mit. Oh, oh. Ich wollte nur Waffe wegschicken, H, ne? Genau, nicht G. H. Ja, die Waffe. Hätten wir hier wieder Munition für unsere Waffe gehabt? Ich weiß es nicht. Da liegt unsere Waffe. Die Hartmann. Die will ich ja wieder haben. So, ja, damit. Kriegen wir hier Muni dafür? Ja. Etwas. Nicht viel, aber etwas. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. An alle Einheiten oh, im Warnungsgebiet. Mann, jetzt hängen wir hier fest. Kontakt zu Verdächtigem verloren. Hängen wir nicht. Der muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Oh je, oh je. Stell weg. Autsch. So, wir wissen jetzt, wo der Autokampf geht. Wir können uns also wehren. Hier kommt die richtige Polizei. Dazu hat der Arne übrigens irgendwas in die Kommentare geschrieben. Ich weiß aber, da muss immer etwas anderes denken. Er will es aber nicht sagen. Voraus. So, und ich, ja, ich im Moment antworte ich relativ spärlich auf Kommentare. Ich lese sie aber alle. Und ja, es hat auch mit dem zeitlichen Faktor einfach zu tun. Ich hoffe, man kann mir das verzeihen. So, wir haben die Polizei abgehängt, da können wir uns gleich hier den nächsten vornehmen. So. Genau, ich lese alles und ich werde auch noch drauf antworten, nach und nach. Werde ich mir die Mühe machen, gar keine Frage. Im Moment ist es halt zeittechnisch schwierig. Ich werde mir aber Mühe geben. Hey Leute. Bleib. Da! Wer ist Dreck? Schnappt ihn euch! Du! Pack das Ding weg! Ich glaube, er hat ein. Der Wichser hat mich erwischt! Ach, Scheiße! Willst du, hä? Was willst du? Hä? Was willst du machen? Komm schon, Alter. Hä? Ist es das? Ist es das, was du willst, Alter? Willst du das? Willst du das wirklich? Was weißt du über die Fleischfabrik? Die ganzen Geschäfte, die dem Boss Schutzgeld zahlen. Ich weiß, wo sie sind. Na, das ist gut für dich. Hallo, Schatz. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Wir haben ein Tötungsdelikt in der Gegend, falls jemand Zeit hat. Und falls jemand Zeit hat, einfach nur, weil wir hier in diesem Abendviertel sind, das spiegelt die Situation schon echt geil da von damals. Also atmosphärisch geil gemacht. Mr. Barbieri sagt, es wird nicht mehr rumgealbert. Jetzt schicken wir Revili eine deutliche Botschaft. Ihr schnappt ihn. Euch Willis Sohn hackt ihm die rechte Hand ab und legt sie Willi vor die Haustür. Wenn dieses fette Stück Scheiße sich weigert, seine Schulden zu bezahlen, liegt nächstes Mal das verfluchte Bein seines Jungen da. Wir benutzen die große Säge im Schlachthof, trennen sie direkt an der Hüfte ab. Ja, Geldhaie, ne? Kredithaie. Huch. So. Hört her, ihr Schwachsinnigen. Mr. Barbieri ist es scheißegal, ob ihr das Fleisch in seinem Fleischklößchen wirklich von einem verdammten Schwein stammt oder nicht. In der Wurst ist das, was wir draufschreiben. Wenn ihr also irgendein Arschloch in den Fleischwolf werfen müsst, tut es einfach. Wenn der Feinkostladen nochmal die Wurst ausgeht, steckt er euch... was steckt er im nächsten euer Arsch? Okay, was auch immer. So, ja, da werden einfach mal Kannibalismus gefördert, einfach mal so. Ja, Epilepsie aber happy. So, zack. Ich kenne übrigens aus... Oh, fuck.
aus verschiedenen Filmen. Einem, glaube ich. Oder mehreren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kenne ich ein Gerücht, dass wenn man Menschenfleisch isst, vorsätzlich, an alle Einheiten, dass Einheiten vor Ort ermittelt. Man dann Zittern bekommt, also dass die Hände dann zittern. Weiß jemand was darüber? Kann da einer was drüber sagen oder nicht? Oh. Der Wichser geht auf uns los! So sieht der Teufel sein Frühstück! Ich stecke hier drüben fest! La, 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 la. Oh, Scheiße! Wir haben keine erste Hilfe mehr. Ach, Mann! Ja, das war doof. Ich hätte auch einfach die Polizei erstmal abschütteln sollen. Aber ich habe mir gedacht, wir kommen mit beiden klar. Ich denke nie daran, mit Deckung zu suchen. Das ist das Problem. Wir brauchen einfach die Deckung. Die dürfen wir nicht vernachlässigen und das tun ich häufig, weil ich einfach hier denke, ich bin im Rambo-Modus. Da kommt der Mann des Jahres. Ja, fast. So, erstmal umziehen. Neue Outfits verfügbar. Ja, ich glaube, die ganzen DLC-Outfits wurden jetzt einfach als umsonst dargeboten. Welchen hatten wir denn noch nicht? Ich glaube, wir hatten mittlerweile schon fast alle, ne? Dann wir machen's jetzt einfach mal wieder klassisch. So. Einfach mal klassisch. So. Alles klar. Hau rein, Berg. Bis später. Okay. So, da ist unser Wagen. Es regnet. Passendes Wetter zur Situation. Auf geht's. So. Ja. Genau. Kennt ihr dieses Gerücht? Oder, ne? Ist da was dran? Ist da nichts dran? Ich kann mir zwar rein theoretisch vorstellen, dass es was damit zu tun hat mit der Psyche, dass wenn man halt einen Menschen gegessen hat, man weiß das, dass man das einfach so psychisch nicht so verpacken kann, wie man es gerne möchte. Ist das eine echte Knarre? Erwin, hab! Und hol mich, du verfluchter Drecks. So. Schade, ich dachte, ich könnte sie jetzt einfach auftreten. Egal, so, wir sollen jetzt die schutzgeldbeschützten Läden zerstören. Einfach. Ihre Männer, sofort! Um an alle Einheiten. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Entscheidet selbst, ob ihr da hingeht. Ist ja egal. So, erstmal hier fett die Kohle einstreichen, Waffe wegstecken. Haben die hier übrigens im Muni gedruckt? Der Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. Danke. An alle Einheiten. Der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Komm schon. Weg. Hier hat's ein Hot Rod-Heftchen. Aber wir haben ja gerade gelernt, erstmal flüchten. Autsch! Das war nicht gut. Entschuldigung. Auseinandersetzung gemeldet in Irish Point. Das bringt so nichts. Schaut mal vorbei, wenn ihr es einrichten könnt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ouch, atmosphärisch ist das Spiel schon echt gut gemacht. Aua. Oh Gott, schnell weg. Schnell. Oh, Reifen ist kaputt. Nicht gut. Ich bin gerade bei einem Heck angetriebenen Fahrzeug. Oh shit, raus, weg. Jetzt holt sich der Teufel sein. Alter. Ja, Mann. Genau. Och, ey. Das ist doch mal echt für'n Arsch. Jetzt sag ich's mal.
Mann.